Hallo und herzlich willkommen zurück auf Shardo 3. Ja, heute probieren wir, weil sich gewünscht wurde, Zekrom und Reshiram. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich packe da noch Togekiss zu. Diesmal spielen wir allerdings in der Meisterliga Classic, weil die alle nur auf Level 40 sind und der Zekrom sogar nur auf Level, weiß ich nicht. Und die haben auch sowohl der Zekrom als auch der Reshiram keine doppelte Attacke. Also ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt hier ziemlich verkacke. Aber das mache ich natürlich immer wieder gerne. Wollen wir mal gucken, Togekiss in Macho Man, das ist auch schon mal ein guter Lied. Ja, ich habe halt keine Ahnung. Reshiram könnte vielleicht für Glurak, okay. Das Problem ist halt, dass hier die Ladeattacken den Angriff immer dermaßen. Wobei hier ist es, glaube ich, ich glaube, bei Reshiram ist es der Angriff und bei Zekrom die Verteidigung, kann das sein? Die durch die Attacken gesenkt werden. Vielleicht muss ich da nochmal was ändern, aber ich glaube, das ist jetzt so einfach. Das wird leider geschildert. Genau, die Verteidigung sinkt stark. Dementsprechend schilde ich hier jetzt auch. Drachenklaue, ja. Überlebe ich wohl eine Attacke? Ich hoffe. Ja, okay. Ich komme zu noch einem Stromstoß. Jetzt ist die Frage: Schildet der Gegner? Ja, warum? Ich kann hier fast. Bitte. Aber das ist kein. Kein Logo-Kanonade oder so, das ist eine Drachenklaue. Die macht auch keinen Schaden, perfekt. So, ich gehe jetzt aber mal nicht davon aus, dass Macho mal wieder reinkommt. Oder? Was ist das denn? Mewtwo? Nein, natürlich nicht. Zwei, drei und abfangen. Ach, hat nicht geklappt. Schade. Ich schilde. Was ist das? Psycho? Eisstrahl, ja gut. Dann, ja, kann ich jetzt ja einfach den Hitzekoller, wobei brauche ich nicht mal, ne? Den Kampf habe ich aber gewonnen, okay. Das wird so ein Steinhagel sein, oder? Kro ja, okay. Ich bin wieder fertig. Kreuzi, da macht man doch den Stein. Den Steinhagel setzt man da ein. Nicht den Kreuzhieb. Nun gut. Genau, hier ist der Angriff nämlich, der gesenkt wird, aber ich kann hier den Mewtwo jetzt einfach zack runterfarmen. Und damit haben wir unseren ersten Sieg. Wunderbar. Freut mich doch. Meister ja, Classic. Wollen wir mal gucken, wie viel Schaden. Wie viel wir am Ende rausgehen. 3 zu 2 wäre natürlich am geilsten, noch wenn wir noch ein positives Set rauskriegen. Machen wir mal im Lied, war ja aber gerade schon mal gut. Rossi 7, was auch immer das da noch für Zahlen waren. Sehr schön, okay. Interesting, interesting, interesting. Wahrscheinlich nicht wirklich gepusht, genau. Perfekt. Der hat, meine ich, als Attacken irgendwas mit Kampf und Knuddler oder so. Ich schild mal nicht. Nahkampf, genau. Das macht bei mir nichts und seine Verteidigung sinkt, das ist perfekt. Das ist. Ja, selbst gerne nochmal ein. Das ist mir herzlich egal. Das ist sehr gut. Nahkampf kommt rein. Das ist echt krass, ne? 2800 nur, das ist so. Doch, das ist gut. Das ist einfach. Das ist irgendwie schade, ne? Wir brauchen nicht zu schilden. Das ist jetzt eine Drachenklaue. Die macht keinen Schaden und ich. Was hat er noch hinten drin? Dass der Dragoran reingeht. Zack. Rishikam. Ja, da wäre ich sogar lieber in Rishiram reingegangen als in Dings, würde ich sagen. Als in Dragoran. Setzen wir noch zwei Aeroasse ein.
Und gehen dann auch in unseren Reishi-Rahmen. Nur, dass meiner auf Level 40 ist und seiner nicht. Wir schilden. Knirscher? Ja, man kann ihn vielleicht auch mit Knirscher spielen. Ja, sollte man vielleicht auch. Aber ich benutze den gerne für Kryptos, eigentlich nur meinen Reishiram. Deswegen für hier die ganzen Pflanzen-Kryptos benutze ich den ganz gerne. Da ist der schon mit Hitzekoller, weil er dann einfach so ein Tengulis doch gerne one-shottet. Naja. Zweiter Sieg ist auf jeden Fall auch da. Das ist gut, cool. Vielleicht gehen wir ja doch positiv auf, wenn ich das nicht gedacht hätte. Noch ist es ja auch noch nicht so, aber die Chancen stehen nicht, Entschuldigung, die Chancen stehen nicht schlecht bei noch drei Kämpfen. Gegner wird gesucht. Mal gucken. Och Mann, warum kommt denn jetzt kein Gegner? Ich hasse das echt. Kein Gegner, kein Gegner. Ach, meine Fresse, echt, warum kommt denn jetzt kein Gegner? Hallo. Spielt niemand, hat niemand Bock oder wie? Master League Classic, ich glaube, entweder es wird Open Master League gespielt oder halt Hyperliga. Mari GL 28. Togekiss in Fienara. Joa, ist jetzt nicht gut, aber das Pokémon, was ich sehen will, die beiden anderen, haben sind ja gegen Charm anfällig. Ja, 2500 WP, das ist natürlich. Jo. Jetzt gehe ich hier allerdings in meinen. Verdammt. Das hatte ich nicht mit eingeplant gehabt, dass die Kaktinger jetzt immer Drachenroute haben. Bitte schüttle den Stromstoß nicht. Bitte, 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 bitte. Oh, verdammt. Na gut, immerhin. Ja, aber dann farme ich mit Togekiss runter. Ja, sehr gut. Wutanfall. Den kann ich jetzt nämlich einfach runterfahren, wenn er nur Wutanfall hat. Aber es wird jetzt wahrscheinlich nicht Filinara. Es kommt Filinara zurück, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Es kommt doch Felinara zurück. Es ist unglaublich, echt. Was hatten der hinten drin? Spielen die alle hier irgendwas und Triple Doppeldrache oder wie Charm Doppeldrache oder so? Keine Ahnung. Das ist ja tatsächlich so ein bisschen. Was kann da jetzt noch hinten drin sein? Knackrack, okay. Tatsächlich Doppeldrache. Ja. Gut, okay. Ich konnte noch ein bisschen Schaden machen. Ja, der Gegner gibt auf und damit haben wir drei Siege schon mal mit dem Team. Geil. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass da jetzt tatsächlich drei Siege bei rumkommen. Ich dachte, weil der Sekrom nicht gepusht und. Ja. Ella. Turkis in Gardevoir. Warum haben denn alle Charme vorne heute? Naja, mir soll es recht sein. Das ist ja ein ganz okayes Matchup. Können wir jetzt hier einfach. Ich glaube, Gardevoir kommt nicht mal zu einer Tat. Doch, okay, mich ein. Ich schilde einmal, Farben runter, hab den Lead. Ja, das Togekiss, glaube ich, mal wieder die Hauptarbeit machen muss. Das war jetzt, glaube ich, eine bescheuerte Idee. Ja, ich muss schilden. Runterfahren kann ich den wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre auch zu Wutanfall. Vielleicht doch. Ja, kann ich perfekt. Das heißt, ich gehe jetzt einfach auf den Stromstoß. Ja, weil eine Konfusion könnte mich vielleicht sogar schon rausnehmen.
Oder ein Charmichel, ich glaube, aber es ist Konfusion. Ich komme aber dann zu einer zweiten Amistergade, war auch aus. Perfekt. Ich komme noch zum zweiten Tag. Das ist gut. Das ist gut. Aber der Gegner schildert hier doppelt, das ist okay. Ich gehe zurück in Dings, setze Aeroass ein. Damit ist der auch weg. Und dann wollen wir mal sehen, was noch hinten drin ist. Ein Ho-Oh, okay. That's interesting. I don't think that I can win this battle here. Ah, das wird knapp. Das wird knapp. Wenn er Sturzflug hat, habe ich sowieso verkackt. Erdbeben sowieso. Ich glaube, es kommt eher ein Erdbeben wahrscheinlich und ich bin Feierabend. Feuersturm. Gut. Dann spiel halt nicht mit Sturzflug oder Erdbeben. Spiel halt mit Feuersturm. Ich kann dich ja nicht dazu zwingen, die guten Attacken zu benutzen. Ich wette mit euch, ein Sturzflug hätte mich fast zumindest rausgenommen. Zumindest so weit, dass ich nicht noch zu irgendeiner Attacke gekommen wäre. Wir haben bis jetzt 4 Siege. Ich kann nicht meckern. Das kann ich garantiert nicht. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall schon mal positiv und kriegen gleich wieder eine Pokémon-Belohnung. Diesmal geht der Kampf beginnt ganz schnell. Slimy Ghosty, okay. Womit fängst du an, mein Freund? Dragoman! Perfekt. Wunderbar, nehme ich. 3-6, jo. Mammutl. Jo, dann wollen wir nochmal gucken. Reshiram gegen Mammutl. Mammutl, Mammutl, Mammutl. Jo. Ich schild allerdings die Lawine, weil die dürfte mich schon so ziemlich K.O. machen. Genau, Lawine. Lawine kommt rein. Zack. Ist da runtergefarmt. Jetzt kann der Dragoran gerne wieder reinkommen, meinetwegen. Ich gehe dann zurück in Turgekiss, farm den runter. Pipapo. Kriegen wir sogar noch den ersten Schild. Ja. Die Gegner setzen. Warum setzt du hier ein? Warum? Das ist doch. Du weißt doch, dass du mich runterfarmen kannst. Immerhin spielst du mit Drachenklaue. Gut. Ja. Bringt dir nur nichts, wenn du jetzt noch eine Attacke einsetzt und ja, ich schuld natürlich nicht. Und dann ist die Frage, was da hinten drin ist. Uff. Rihornio. Ich lasse mir mal die Attacke hier drauf. Das wird nichts. Das wird ganz und gar nichts. Ich glaube, dass weder ein Flammenwurf noch ein Aeroass den töten werden. Man hätte vielleicht doch einsetzen sollen auf Dings. Die einzige Rettung wäre, dass er jetzt hier nicht schildert, aber das wird er wahrscheinlich tun. Wobei auch ein Stromstoß, der ja auch geschildert wird. Ja, den Kampf habe ich verloren tatsächlich. Obwohl ich den Lead gewonnen habe, ich kann jetzt hier noch einsetzen, aber das hat, glaube ich, keinen Sinn. Fuck, verdammt. Na, natürlich nicht. Ja, da kommt die Steinkante. Ja, GG an den Gegner hier, mein Freund. Hast du Glück gehabt, gut gekämpft. Mammutl, Rihornio, Drauran. 4 zu 1. Perfekt. Wir kriegen die Pokémon-Belohnung, das ist doch die Hauptsache. Zack, zack. Zack. Und da bekommen wir einen Gironimatz. Gut ist der, glaube ich, nicht, aber das können wir jetzt noch einmal herausfinden. Jo, nee, könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem Team in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Gefällt euch das Team? Was ist eure Meinung zu Zekrom und Reshiram? Die werden ja jetzt doch nicht allzu häufig benutzt. 96er ist okay. Wir gehen hoch auf 14, 17. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.